Golden Eyond. Das war Friesisch und heißt Guten Abend. So, herzlich willkommen zu unserem vierten friesischen Krieger aus dem Mittelalter. Dieses ist ein Krieger wiederum von einem Siegel, diesmal von einem Familiensiegel der Familie Friso von 1350. Hier sehen wir auch wieder einen Krieger mit einem friesischen Sprungspeer, dem Kletzi, mit dem Setzfuß, einem Rundschild und den auf sehr vielen Bildquellen deutlich zu sehenden friesischen Kittel mit dem reichhaltigen Faltenwurf unterhalb der Gürtellinie. Dieses wiederum etwas seltsame Männlein, gut, muss man sich vorstellen, auf einem kleinen Siegel, die Gussform ursprünglich mit der Hand geschnitzt, hat man nun damals nicht so viel Wert auf Detailtreue gelegt, wie diese zinkenartigen Hörner oder Nasen am Kopf, was sie zu bedeuten haben, wird wohl ein Rätsel bleiben. Es gibt allerdings Textquellen und auch Bildquellen, die aussagen, dass die Friesen unter anderem auch Hahnenfedern, also im Kampf Hahnenfedern auf dem Kopf, auf dem Helm getragen haben. Ob das nun so eine Hahnenfeder oder Hahnenfedern darstellen soll, kann natürlich sein. Wie auch immer, soweit zu unserem vierten mittelalterlichen friesischen Krieger.